Hallo meine lieben Schätzleins und all die, die so nicht genannt werden möchten. Willkommen zu einem etwas ungleichen Vergleich, aber dazu später mehr. Bevor wir jetzt in dieses Video einsteigen, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick auf die Glocke und abonniere. Und wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, würde ich mich persönlich ultra freuen. So, jetzt geht's los mit unserem Vergleich. Der Steinhardt versus Rolex. Warum wird dieser Vergleich so oft gemacht? Hin und wieder, ne, kommt er ja mal vor. Ja, das ist natürlich ganz klar daran, weil die Steinhardt-Uhren als Hommagen an Rolex definitiv angelegt sind. Und ich muss sagen, wie immer liefert auch hier Steinhardt wieder eine sehr solide Arbeit ab. Aber natürlich hinkt der Vergleich, wenn ich eine 13.800 Euro Listenuhr neben eine 710 Euro Listenuhr lege, muss das hinken. Und es gibt jetzt schon ganz klar, ein Preis-Leistungssieger muss eine Steinhardt sein. Das geht gar nicht anders, ja, wenn man das Ganze fair behandeln möchte. Aber uns geht es, oder mir geht es darum, es ist häufig, also wirklich ultra häufig so, dass ich die Frage bekomme, ja, aber eine Steinhardt, ist die denn so viel schlechter? Oder die ist doch gar nicht überhaupt schlechter. Die ist so einfach nur günstig und Rolex hat natürlich einfach nur Aufpreise, die utopisch sind. Nein, das ist wirklich definitiv nicht so. Und das möchte ich euch eigentlich nur, ohne das jetzt zu vergleichen. Also ich möchte jetzt hier mit diesem Video nicht erreichen, zu sagen, die Steinhardt und da die Rolex. Ihr wisst, ich bin immer sehr neutral und ich mag hier beide Marken. Aber ich zeige euch zum Beispiel diese feinen Unterschiede, ob ihr euch am Ende dann dazu entscheidet, deshalb jetzt zu einer Steinhardt oder zu einer Rolex zu tendieren. Ich glaube, das ist letztendlich ja eine Entscheidung des Geldbeutels und nicht der Uhren selber. So, kommen wir jetzt erstmal zum großen, wesentlichen Unterschied. Wir haben ja hier die sogenannte Root Beer, die Rolex Root Beer GMT Master 2. Root Beer, da denkt man immer an rote Beeren. Nein, das hat tatsächlich den Ursprung in einem Getränk, das, glaube ich, in Amerika getrunken wird. Das ist ein Bier, das von den Farben her ja so aussieht wie eben so diese Lünetten-Gold-Kombination. Ja, keine Ahnung, warum Rolex-Uhren immer den Namen kriegen. Hier würde ich dann sagen, das ist der Kaffee-Latte-Uhr. Denn hier haben wir einen entscheidenden Unterschied direkt in der Lünette. Hier haben wir einen sehr viel helleren, bei der Steinhardt haben wir ein sehr viel helleres, eine sehr viel hellere Lünettenhälfte. Und bei der Rolex ist es eben dieses, ja, rot-braun, während es hier wirklich eher so ein Kaffee-Latte-farbener Farbton ist. Der geht eher ins Gelbliche und der andere geht eher ins Rötlich-Braune. Das ist natürlich erstmal der Unterschied, aber durchaus kann man sie aufgrund dieser doch eher braunen, cremigen Farbtöne sehr gut miteinander ins Verhältnis setzen. Also wenn man möchte, könnte man sagen, das ist hier das Pendant, das günstige zur Rolex. So, Eckdaten von den Preisen hatte ich ja schon genannt. Ich bete jetzt noch mal ein paar so runter und auch die Unterschiede. Wir haben 100 Meter zu 300 Meter wasserdicht. Die Steinhardt ist also 300 Meter wasserdicht, die Rolex nur 100 Meter. Es macht auch keinen Sinn, es ist eine GMT-Uhr, es ist keine Taucheruhr, weswegen soll ich hier mehr Wasserdichtigkeit spendieren. Schön, dass es die Steinhardt natürlich hat, das liegt aber ganz einfach daran, dass man natürlich hier die gleichen Gehäuse etc. verwendet, die man sowieso bei den Taucheruhren verwendet und dann kann man natürlich auch die Wasserdichtigkeit so lassen. Hier in der Steinhardt haben wir ein SW300 Elaborierwerk von Sellita. Hier nicht ganz. Hier haben wir einen 3285er Manufakturkaliber von Rolex. 70 Stunden Gangreserve in der Rolex, 42 Stunden circa in der Steinhardt mit dem Sellita-Werk. Von der Größe her haben wir hier 42 mm und hier angegebene 40 mm. Und das Interessante ist, ihr wisst ja, ich bin ja immer so am Schmachten gewesen, irgendwie doch eine Hulk oder nicht. Aber bei mir war es halt immer so,
Die älteren Rolex-Modelle konnte ich nicht tragen und diese hier geht tatsächlich. Also von der Größe her ist das für mich grenzwertig, aber vollkommen in Ordnung. Und das liegt an dieser Kissenform, die GMT hier noch hat. Bei den neueren Submariner-Modellen hat man das ja etwas angepasst. Dafür ist sie angeblich was größer geworden. Aber ich muss sagen, die Uhr von der Kissenform hier, wie diese bei der GMT 2 Master eben noch vorliegt, passt mir ausgezeichnet. So, jetzt kommen wir mal zu diesen Merkmalen, die eben natürlich unterschiedlich sein müssen, sonst wäre es ja grauenhaft. Fangen wir mal an. Neben der Farbe und natürlich dem etwas sauberer verarbeiteten Lünetten-Inlay, so ein bisschen, wobei das Nuancen sind, fällt vor allen Dingen, wenn man wirklich mit der Lupe dran geht, gerade die Farbfüllung auf. Ja, also hier die Lünettenzahlen sind gefüllt und das ist bei Steinert, also A vom Farbton, eher natürlich dem Farbton der Lünette angepasst. Wenngleich nicht so schön getroffen, finde ich, ist es eher ein Gold und ja, ist es ein Rosé, ist es doch der gleiche Ton, aber es ist nicht so sauber. Man kann es auch nicht so, es sieht etwas, ja, jetzt will ich nicht sagen schmutzig aus, weil es ist letztendlich nicht schmutzig, aber es ist halt nicht so sauber und samtig, wie es wirklich in der Rolex ist. Die Zahlen sind einfach wunderschön gefüllt. Das sieht sehr, sehr gut aus, sehr kontrastreich und hier ist es eben nicht ganz so schön. Die Farbe. Also sind schon sehr, sehr ähnlich, wenngleich es tatsächlich so ist, der Daniel sagte mir das gerade auch, das ist eher ein Ticken mehr kupferlastig, ja, und das ist ein bisschen, ja, eher das Rosé-Goldene, das man kennt. Das ist halt das typische Ever Rosé von Rolex. Und es ist natürlich ein Unterschied, das ist 18 Karat Gold und das ist hier eine PVD-Beschichtung. Der Vorteil aber ist hier, da habt ihr in Sekunden feinste Mikrokratzer dran. Also ich wollte jetzt sagen, ihr könnt einmal über die Uhr lecken und ihr habt einen Kratzer drauf. Und das PVD ist richtig, das ist eher wie eine keramische Beschichtung zu verstehen. Das ist schon sehr kratzresistent. Ja? Also das merkt ihr, da werdet ihr, was die Kratzer angeht, ist das deutlich alltagstauglicher. Ne? So, dann die Lünetten. Die ist hier, ich mache euch mal den Lünetten-Drehtest. Dreht sich knackig, satt, ein bisschen fest, aber durchaus präzise, bewährtes System. Nur einseitig drehbar, hat man sich einfach hier gespart, eine neue Lünette zu machen, um sie beidseitig drehbar zu machen. Die Rolex ist, hört man gar nicht, ne? Das kann man gar nicht hören, ganz sanft. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Auf jeden Fall beidseitig drehbar, ganz grobe, große Rasterung. Also ihr habt mit zwei Klicks seid ihr quasi schon 5 Minuten, sprich eine Stunde weiter. Also ihr habt also quasi immer einen halben Klick für die Halbstunde, ne? Und dann eben für die Stunde. Ja, das ist natürlich schöner. Ne? Braucht man nicht überlegen. Das ist wirklich schöner gelöst. So, Verarbeitung. Sehr solide, sehr gut, völlig in Ordnung. Für den Preis wunderbar. Ja. Im Detail jetzt, verglichen mit eben einer sehr hochwertigen Uhr, fällt es schon auf. Es ist natürlich so ein bisschen die Spaltmaße. Da kann man mal ein bisschen durchgucken. Es ist insgesamt etwas runder. Der Schliff ist etwas gröber. Das merkt ihr dann schon. Aber dann müsst ihr sie wirklich beide in der Hand halten und dann merkt ihr schon, okay, das ist jetzt ein günstiges Modell, ja, bei dem natürlich jetzt nicht ja, so viel Geld auch reinfließen kann in das Armband. Und das ist hier halt ein ja, par excellence finissiertes und geschliffenes Band, was in einer für mich sehr vollendeten Schließe endet. Hier haben wir halt eine normale, wertige, vernünftige Standardschließe mit Doppelbügel. Ja, auch vom Öffnen her, ne, braucht man nicht überlegen, dass das hier ist so ein kleiner Federmechanismus nochmal drin. Ja, das ist samtig weiß, das weich, das klingt auch toll. Ja, Welten zwischen den Schließen. Aber auch zu erwarten, nicht schlechter und deshalb nicht wie so bei, ne,
der Bersiger, also hier kann ich nichts mit schneiden oder so mit der Steinart. Das ist alles vernünftig entgratet, da ist nichts scharfkantig oder so. Da könnte ich tatsächlich eher, ich glaube an manchen Stellen hier so an den Kanten mit der Rolex ein bisschen was kratzen. Dafür ist sie aber eben auch ein bisschen präziser, ne? Also die Kanten sind einfach schärfer und ja, hier ist es ein bisschen weicher insgesamt, aber wirklich völlig in Ordnung. Glasboden haben wir hier. Hier haben wir wie immer gar nichts. Da steht auch null drauf. Ja, braucht man es auch nicht. Wobei ich finde es immer irgendwie, keine Ahnung, es ist eine Macke. Das ist ein persönlicher Gusto. Immer ganz schön, wenn was draufsteht. Hier bei Steinart haben wir ja jetzt den Blick auf das SW300-Werk. Wir haben jetzt keine gebläuten Schrauben oder so. Ja, für mich ein Standardwerk, das jetzt optisch nicht das oberste Highlight bietet. Dafür mache ich es ja bei unseren Uhren zum Beispiel so, dass ich hier das Ganze ein bisschen, wisst ihr ja, mit Saphir und so weiter veredeln und schöner mache. Aber gut, ist halt ein solides Standardwerk. Wenn man sich auch wiederum das Ziffernblatt anguckt und die Indizes, ganz klar Lichtjahre zwischen den beiden. Ja, also jetzt nicht so, dass man auf der Distanz, ne? Ich glaube, Helmut Sinn hat es mal gesagt, ne? Auf der Distanz, wenn da nichts zu erkennen ist, ist alles toppi. Auf der Distanz ist nichts zu erkennen. Ich rede hiervon wirklich, ich gehe mit der Lupe dran und dann sehe ich ganz klare Unterschiede von der Verarbeitungsqualität her auch zu erwarten, aber trotzdem auch bei der Steinart wieder sehr gut verarbeitet, völlig in Ordnung. Was mir hier persönlich wieder besser gefällt als hier, das ist die klare Toolwatch, kann man sagen. Sie ist sowieso etwas gröber, sie ist mit Sicherheit nicht so kratzanfällig, wie ich es gerade gesagt habe. Wir haben hier ein mattes Ziffernblatt und hier haben wir ein hochglänzendes Ziffernblatt und das finde ich persönlich schöner. Auch insgesamt, und das ist das, was ich immer so als Feuer bezeichne, wenn ich hier die beiden Uhren mir anschaue, und ich habe beide am Arm und gucke mir beide so an, dann sieht man, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, das ist eine ultra teure Uhr und das ist eine günstigere Uhr. Diese kleinen Prozent oder teilweise natürlich auch größeren Qualitätssprünge, aber meistens sind es ja die Nuancen, die das Ganze machen. Insgesamt ergibt das einfach eine wesentlich hochwertigere Uhr. Und das seht ihr am Arm, das spürt ihr. Wenn ihr euch mit Uhren auskennt, auch hochwertige Uhren in der Hand habt, dann wisst ihr das. Und das ist für mich dieses Feuer, dieser Glanz, den eine solche hochwertige Uhr von sich gibt. Das ist nicht nur der Name, der abstrahlt, das ist einfach wirklich so. Und das habt ihr hier nicht. Hier wirklich eine wunderbare Alltagsuhr. Also, wie gesagt, der Vergleich hinkt, ja, habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Aber es ist halt nun mal eine Uhr, die sehr, sehr ähnlich aussieht. Und von daher finde ich ganz schön für euch mal, euch zu zeigen, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Was mir persönlich nicht so gefällt, ist dieser, ich glaube, so eher von der Tudor kommende Zeiger. Ja, der gefällt mir hier nicht so. Da hätte ich vielleicht was ganz anderes lieber gehabt. Persönlicher Gusto, hat nichts damit zu tun. Leuchtkraft ist auch noch so ein Punkt. Ich habe beide angeleuchtet mit UV und ich sage jetzt mal, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten war es, also tatsächlich, dass die Super Luminova etwas schwächer leuchtete als von der Rolex das verwendete Material. Ja, das weiß ich nicht, es kann natürlich sein, oft ist es auch mal so, dass sich das über die Nacht noch ändert, dafür das eine etwas länger leuchtet als das andere. Ich habe jetzt natürlich keine komplette Nacht durchleuchten lassen, aber es ist definitiv so, dass das nach kurzer Zeit, vielleicht noch während der Einschlafphase oder was auch immer, heller leuchtete. So, ein ganz wesentlicher Punkt, auf den möchte ich unbedingt bei der Rolex eingehen. Das ist mir wichtig, denn ja, also da muss ich echt sagen, sorry, ich kann schon nicht ernst bleiben. Der GMT Master 2 Schriftzug ist selbstverständlich und gerade wir Männer möchten das in Puderrosa. Nicht Ponderosa, in Puderrosa. Hast du schon mal einen Schriftzug gesehen in Puderrosa? Ernsthaft, Rolex? Puderrosa. Okay, er sieht schick aus. Und für mich ist das halt so ein Rosé-Look und von Puderrosa distanziere ich mich. Dann doch lieber die Steinart in richtig schön rot, dunkelrot im knalligen
Rockrot. Oh Gott, es wird nicht besser. Alles gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ja, ich bin jetzt hier auch schon mal 15 Minuten und ich finde, beide Uhren haben das auch verdient. Listenpreis, wie gesagt, 13,8. Ja, nicht so zu bekommen auf dem Markt. Also wirklich, interessanterweise, wenn ihr mal bei Chrono24 anfragt, und ich schleiche um diese Uhr schon lange rum, es gibt welche mit 16.400, 16.200, ich glaube 6 verschiedene einfach mal angefragt. Ich habe von jedem die Antwort gehört, gerade weg und sorry, die haben wir nicht mehr. Dann wurde mir von einem Händler gesagt, ja, das machen die alle gerne. Warum, weiß kein Mensch, weil es bringt ihnen nichts. Vielleicht, weil die Leute dann andere Uhren alternativ nachfragen. Fakt ist, die haben das meistens nicht. Also wirklich realistischer Graumarktpreis aktuell 17,2. Krass. Warum das so ist bei Chrono24, das werde ich, glaube ich, mal ein bisschen beobachten. Und vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video drüber. Fiel mir nur so auf und erschließt sich mir nicht. Zum Abschluss noch was Interessantes. Diese Uhr hier dürft ihr jetzt als Vorführmodell bei mir im Shop anstatt für 710 für 650 Euro kaufen. Wer schnell ist, macht hier ein Schnäppchen und kann sich darüber freuen. Wie gesagt, ab jetzt im Shop. Ja, das wäre es von dem sicherlich ungleichen Vergleich. Optisch angebracht, preislich natürlich Lichtjahre entfernt. Um auch nochmal auf den Preis zu kommen, natürlich zahlt ihr hier den Markennamen. Punkt. Jahrelange Tradition und Weiterentwicklung wird halt hier gezahlt. Wer sagt, das ist mir alles Latte? Das reicht mir vollkommen an meinem Arm. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Mir ging es ja mit der grünen Hulk genauso. Wer aber sagt, ich hätte aber gerne mal und ich kann es und am besten das Ding noch zum Listenpreis bekommt, why not? Also von daher glaube ich, beide Uhren ihre absolute Berechtigung. Meine Lieben, bitte einen Daumen hoch fürs Video und ihr wisst, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr mir bis dahin weiterhin gewogen bleibt. Bis dahin mal. Ciao, ciao.